ये जश्न खिलाफत मनाते रहेंगे। Asadullah Khan hat berichtet, dass der einst sehr stark krank geworden ist. Er konnte nicht mehr, also ganz normal, urinieren. Anstatt Urin kam sehr viel Blut. Er wurde so schwach nach ein paar Tagen, dass er im Bett sich auch nicht mehr bewegen konnte. Hazrat Khalifatul Masih Sani, der zweite Khalif der Ahmadiyya Muslimgemeinde, bekam dies mit und hat darauf ihn besucht. Während dem Gespräch zwischen den beiden, also zwischen Hazur und Asadullah Khan Sahab, hat Hazur gesagt: Asadullah Khan Sahab, Sie möchten doch bestimmt an die Jalsa Salana in diesem Jahr teilnehmen. Asadullah Khan Sahab hat angefangen zu weinen und sagte: Hazur, welch Ahmadi möchte denn nicht auf die Jalsa Salana? Hazur hat diesen Schmerz gespürt und hat angefangen, für Asadullah Khan Sahab zu beten. Asadullah Khan Sahab sagt, dass er so ein Licht, ein Nur gesehen hat am ganzen Körper von Hazrat Khalifatul Masih Sani Rasulullah Ta'ala Anhu. Und Hazur sagte daraufhin, er zeigte mit dem Finger auf Asadullah Khan Sahab und sagte: Sie werden auf jeden Fall, inshallah, an die Jalsa Salana teilnehmen. Hazur hat diese Aussage getätigt und kurz danach hat er sich verabschiedet und ist gegangen. Asadullah Khan Sahab berichtet, dass er kurz danach dieses Bedürfnis hatte, gespürt hat, dass er aufs WC muss. Er konnte ganz normal wieder urinieren, kein einziger Bluttropfen kam. Und zwei, drei Tage danach war er wieder, Alhamdulillah, so gesund, dass er diese Reise machen konnte und somit auch an die Jalsa Salana teilnehmen konnte.